So, da bin ich dann auch wieder. Das Bier habe ich per Container zum Lebensmittelfabrik und Stadt liefern lassen. Da musst du einfach mal kurz vorbeigucken. So. Der kommt vorne hin, der kommt hinten hin, der kommt hinten hin. Dann drehen wir mal fix die Lok um. Und vielen Dank fürs Willkommen zurück. Und vielleicht werden wir jetzt auch einfach die Lok nochmal nachtanken. Das ist vielleicht eine Idee. Das könnten wir jetzt noch schnell machen. Es sei denn, wir sind noch überhalb, dann wird die Lok das jetzt auch hinkriegen. Das bisschen fahren. Haben wir hier gerade ein freies Gleis? Das Mittelgleis ist frei, sehr schön. Im Spiel bräuchten Sie noch ein Accessoire, das nennt sich Regenschirm. Anders ist hier hinten. Ich sollte vielleicht noch mal raus. So, vorwärts, Bremse raus. Bist du Lokführer oder Auszucker? Ich mag auch morgen nicht erkältet sein, um mehr Lokführer-Dinge zu tun. So einfach ist das. Abgesehen davon, wenn man nass in diese Kabine steigt, dann dampft alles nur zu und dann hast du von innen noch den ganzen Wasserdampf. Dann siehst du nicht mehr, wohin fährst. Das ist auch sehr doof. Ich denke da nur an die Verkehrssicherheit. An nichts anderes. An was sollte ich denn sonst denken? Also. Okay, bis drüber, das passt. Bremse. Dann passt, passt, passt. Wie viel Sprit hattest du jetzt eigentlich noch? Ah, exakt halb. Ich höre nur Bibi. Würde ich doch niemals, also nein, also überhaupt nicht, also Lüge, also niemals. Zurücksetzen, bitte. Ich bin tatsächlich geneigt dazu, nicht nachzutanken. Weil wir sind jetzt so lange Strecken gefahren mit der und haben nur einen halben Tank verbraucht. Ich glaube nicht, dass wir da in Gefahr kommen, den restlichen Sprit zu verballern. Für das kleine Stück. Klar, wir müssen jetzt noch hingehen, das Ganze jetzt noch in Ruhe
ankoppeln, später abkoppeln, etc. pp. Aber das sollte so klappen. Vorausgesetzt, wir kommen hier irgendwann mal über dieses Gleisbett drüber. Ich könnte natürlich einfach mal auf Scheinwerfer gehen, dann sehe ich vielleicht auch ein bisschen was mehr. Ich hätte gerne jetzt da vorne diese Weiche gestellt. Dann können wir nämlich hier einen schönen... eine schöne 3-Punkte-Wendung machen. Da stehen auch diverse Tankwagen. Nicht, dass das unser Zug ist, den wir mitnehmen sollen. Selbst wenn, wäre es mir erstmal egal, glaube ich. Und das meiste Zeug steht tatsächlich auf G und auf E. Die sind da hinten. Also da hinten irgendwo. Über die Weiche drüber. Und wieder zurück. Dann haben wir die Lok schon mal gedreht, dann zeigt sie schon mal in die richtige Richtung. Das ist schon mal schön, dann haben wir uns ein bisschen was an Arbeit erspart. Na schön, hier ist ein Scheibenwischer dran. Hier hinten, wo ich normalerweise draus gucken würde, nicht. Na gut, hier ist auch kein Scheibenwischer dran, weil da ist auch eine Tür. Mit diesen asymmetrischen Loks muss ich noch... das ist noch eine Sache, die man, also die ich doch mit klar werden kommen muss und so. Ich fahre jetzt noch möglichst nah an ans Bahnhofsgebäude ran. Bleibe aber hier auf dem Strang schon und dann schmeiße ich mal die Sachen in den Entwerter. Also lass mir sie quasi ententwerten, damit wir die Aufträge fahren können. Vielen Dank. Ich habe wieder vergessen, die Taschenlampe anzuschalten. Ah, verdammt. Und nachdem gerade Nacht ist, fällt mir gerade so auf. Suchen wir uns mal hier ein schönes Sofa. Schlafen ein paar Stunden.
Wait. Gibt es hier keine Sofas? Doch, da. Dann können wir nämlich bis morgen früh schlafen. Wir können ja noch im Dunkeln hin und her koppeln. Das ist ja nicht das Problem, aber dann fahren wir so ein bisschen tagsüber. So. Auftrag 1. Auftrag 2. Auftrag 3. Den hier müssen wir zuerst ankoppeln. Südweststadt. E4. Gut. E3, auch sehr gut. E10. Perfekt. Alles im E. Nichts im D oder B oder C. Ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt, ob hier eine Dampflok ist, mit der wir fahren können, aber bei dem bei 1300 Tonnen Ladung ziehe ich meine Idee, wir fahren mit der Dampflok noch mal kurz zurück. So. E4. Ja, ich muss ja noch die Handbremse lösen. Dann laufen wir schnell vor und stellen Dinge ein. So, E5, E4. Oh, ist schon richtig. Das ist ja angenehm. Die anderen beiden waren E3 und E10. Ja. Dann mal ankoppeln. Wobei ich mir fast geneigt bin, eine von den DE2ern zu nehmen und einfach das, was ich brauche, hinten dran zu schieben. Was wahrscheinlich auch ein legitimes Vorgehen wäre. Aber was haben wir denn hier für eine Sache? Explosiv und brennbar. Die beste Fracht, die ich mir wünschen könnte. Danke. Wenn ich die Anbremse hier vorne, das ist gut. Ach ja. Dann warten wir auf die Bremsluftzufuhr. Wie viele Waggons sind das, die wir jetzt da dran haben? Viele. Dann hängen wir die da dran, sind bei noch viele mehr. Und haben dann noch ein paar hinten dran. Super.
Weil ich glaube, die E10er könnte ich wahrscheinlich am besten dazwischen hängen. Dann ist das einfacher mit dem Unterscheiden, welcher Waggon was ist. Aber wobei, nee. Das sind unterschiedliche Waggons. Das passt. Die finde ich auch so raus. So, das heißt, das hier ist das nächste Gleis, was wir haben wollen. Da müssen wir jetzt mal drauf achten, wann hier da vorne die Waggons ausgehen, die von dem Gleis runterrollen. Ob das ist jetzt der Fall? Oh, das Wetter hat gewechselt, das ist schön. Gerne. Den Rückwärtsgang einschalten. Achso. Ich hatte noch Dings drauf. Den Gashebel noch ein bisschen gezogen. Das macht natürlich Sinn, dass da die Lok nicht aus Versehen in den Rückwärtsgang geht. So, ein bisschen zurückrollen, bitte. Das wird gleich sehr schön, wenn wir den ganzen Zug, also die ganzen, wie viel waren es? 11 Waggons plus die ganzen 18 Waggons zurücklaufen müssen, um dann die Erzwaggons dran zu hängen. Fällt mir ein. 624, ja, das ist unser richtiger. Das ist der richtige Waggon, nicht, dass wir den falschen mitgenommen hätten. Und die 212 oder 792. Ja, richtiger Waggon. Und da die Handbremse mal wieder auf der ganz anderen Seite des Zugteils angezogen ist, können wir da schon mal hinlaufen.